Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sons of the Forest hier bei BNB Games TV mit eurem Beaver. Viel Spaß! Ich hab's noch einmal drin. Ich glaube, ich spare mir jetzt mal ein bisschen. Warte mal. Gibt's jetzt wieder was ein Stellchen, wo ich. So. Aber ihr wisst Bescheid. Ich bin mal ganz kurz und dann geht's gleich weiter. Achso, Moment, soll ich vielleicht speichern? Oh ja. Da. Versuche ich schon rüber. War's schon. Ja, hier in solchen Höhen ist die Pistole echt genial. Oh. Schon wieder? Ach, das ist ein eingestürzter Teil. Moment mal. Ist das nicht der Teil, wo wir gerade herkommen? Kann ja gar nicht sein. Ist ja viel weiter weg. Nee. Hier ist zu, genau. Da musst du demjenigen aber auch erstmal die Videos zukommen lassen. Chiquita. Nee, Usara. Muss Usara als Cutter einstellen? Nee, von ihm kam die Aussage. Naja, oder so, ja, Usara. Schon, ja. Danke, Chiquita. Ich guck gleich rein in die Kisten. Ja, bist du? Okay. Dann wissen wir das nämlich schon mal. Auch Batterien, sehr gut. Oh, Pillen brauche ich nicht wirklich, Sprengstoff auch nicht. Oh oh. Das dachte ich mir nämlich. Ernsthaft? Wer ist er denn? Ich kann nichts machen jetzt, das ist ein Sekundens. Alles da! Was ist das? Aua! Und da sind die Bösen. Und du bist irgendwas ziemlich ekliges. So, alles weg. Ruhig nicht. Das fette Vieh nicht hier. Vorm Eingang. Ich komme nicht mehr raus. Wegsprengen wird da wahrscheinlich nicht gehen. Oh Gott, habe ich mein Zeug noch? Ja. Was? Was war das denn jetzt gerade? Das sah aus wie der Millionär, oder? Der Typ. Aber die Bodenstaubsauger funktionieren hier auch im Spiel genauso wenig wie im Real Life. Einmal in der Ecke gefangen. Aber wer ist diese Braut, die ständig alle tötet und uns verschleppt hat? Wo geht's jetzt weiter? Da lang. Hier scheint eher zu sein, oder? Nee, die Tür ist offen. Einen wunderschönen. Hallo. Hallöchen Raydeen und hallo ihr sechs. Auch von mir natürlich Grüße. Ich will nicht mit der Pistole auf dich losgehen, du. Ach, dann kann man den Amos benutzen. Das wird ihn zwar wieder ärgern ohne Ende. Boah, ich muss das mal nachladen.
Kurbel, Kurbel, mein Freund. Warte mal, Bogen geht schneller. Wenn man den auch trifft. Kannst dich aufregen, du willst. So viele Pfeile habe ich noch. Glaube ich jedenfalls. Das war's. Pfeile wieder einsammeln hier. Oh, es gibt wieder Rüstung. Es gibt wieder Rüstung. Ja, ich glaube nicht, dass ich schon am Ende reingekommen bin. Es könnte sein, dass ich hier am Ende bin, aber ich glaube es noch nicht ganz. Denn ich glaube tatsächlich, dass hinter der Tür, die wir noch nicht öffnen können, noch ein Geheimnis auf uns wartet. Das könnten wir vielleicht mit der kleinen Virginia lösen. Denn ich glaube, dass wir Virginia irgendwie so weit kriegen müssen, dass sie uns folgt. Denn das ist die einzige Instanz, die nicht wirklich instanziert ist, sondern mit der Welt verbunden ist. Deswegen dieses Flackern zum Anfang, wenn man da reinkommt. Das heißt, da könnte sie tatsächlich reingehen. Oh, was haben wir denn da? Taschenlampenvorrichtung für die Pistole. Die hätte ich gerne für den Bogen. Das kommt mir sehr bekannt vor. So sah meine Aufsätze in der Schule immer aus. Ich weiß gar nicht warum. Oh, neue Munition. Sehr gut. Was ist das? Und was habe ich gerade vom... Ich habe nicht gerade einen Arm gegessen, oder? Doch. Verdammt, wer legt denn sowas in den Kühlschrank? Ich glaube das ja wohl alles nicht. Ach, guck mal das. Moment. Nee, ne? Hier liegt auch noch eine Pistole rum. So ein Mist, jetzt sind meine Aufsätze wieder abgeschraubt. Ach nee, doch nicht. Hä? Habe ich die schon wieder neu gefunden? Ach komm, mit zwei Pistolen rumlaufen wäre auch cool. Na gut. Dann nehme ich. Okay. Okay, alles klar. So Bescheid. Meine irgendwas? Dieses Geklicker von den. Ah, hier liegt keine Karte oder sowas, ne? Nee. Eigentlich nicht. Aber wo geht's denn? Ging's da hinten weiter? Muss ja wohl. Treppenhaus? Natürlich ein Treppenhaus, was auch sonst. Ja, Babys, ich hasse Babys. Ich höre noch eins. Das war das letzte Zucken. Ah, das Trinken ist auch gut. Ich würde mich gerne mal wieder waschen. Und ich hätte den Globus gerne als Einrichtung. Okay. Super. Toll. Das sind super Nachrichten. Freue ich mich. Ach, ein Printer haben wir auch noch hier. Das ist ja super. Mitch, weg. Golfschläger?
Oh komm, gib mir den Golfschläger, dann muss ich nicht extra den Platz runter. Nur die Golfbälle darf ich haben. Was gemein ist. Na gut, stellen wir uns einfach weiter her. Es ist ja genug drin hier. Sicher, sicher. Keine neue Klamotte? Ach, guck, den hätte ich mir auch gerne mal angezogen hier. Endlich mal dazugehören. Was? Was? Achso, das war der Drucker. Wer bist du? Ha! Doch noch einen Golfschläger bekommen. Dankeschön. Das ist nett von ihm. Okay, was haben wir hier? Oh, das sind die Symbole für die Tür. Okay. Das scheint wohl irgendwo einen Code zu geben, wo wir das Ding brauchen. Ich glaube ja immer noch, dass ihr Arm ist, der da drauf muss. Dass wir sie irgendwie dazu kriegen müssen, damit reinzukommen. Aber wir werden sehen. Ich liebe den 3D-Drucker. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich noch habe. Oh, ich könnte ja mal gucken, ob es hier noch was Neues an Rezepten gibt irgendwie. Ich glaube zwar nicht, aber möglich ist ja alles. Schatz, ich will auch so ein Ding. Ach, schade, passt nicht. Mehrere passen nicht. Ja, du bist. Achso, ich muss jetzt alles rausfahren, bevor ich hier was Neues machen darf. Trinkflasche, Maske haben wir schon. Enterhack könnten wir uns noch ein paar bauen. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel man davon tragen kann. Ich finde es immer so geil, wenn man so anfängt und die Tasche komplett leer ist und nichts drin ist. Das erste ist dann so der Spieß, den man sich baut, der Stock. Oder Speer, oder wie auch immer man das nennen will. Hier fehlt auch noch irgendwas zwischen, habe ich das Gefühl. Irgendeine Kleinigkeit fehlt immer noch. Was immer noch? Okay. Nein, du kriegst keine Druckertinte von mir. Ich brauche die für meinen eigenen Drucker. Ist ja auch cool, wenn man sich in eine Base so ein Ding hinstellen könnte, oder? Kommst du nach Hause und druckst jetzt was zu essen. Stimmt, Chiquita. Die Fackel. Da hast du völlig recht. Die Fackel. Aber ich habe das Gefühl, da passt noch was dazwischen. Hammer, wie viel von den Dingern kann man denn tragen? Muss ich gleich mal gucken, ob ich ein Bett finde. Aber hier ist kein Bett zu sehen. Sonst muss ich mal ein Bett hinbauen. Kann man zwischenspeichern hier. Ja, jetzt sind wir voll. Sonst noch was? Ah, die Techgriffe. Das Techgewebe. Müsste ich vielleicht doch mal auffüllen. Ein bisschen Techrüstung wäre schon nicht verkehrt, ne? Komm, machen wir uns mal ein paar Gewebeteile fertig. Mehr Fackeln? Wir probieren aus. Na. Ich schaffe das, wenn ich die falsche Taste drücke. Nein, darf ich nicht. Mehr Speere wären vielleicht noch möglich. Scheint aber auch nicht der Fall zu sein. Achso, doch. Das Messer muss jemand aufziehen. Doch, mehr Speere kann ich machen. Und? Weglegen? Jawohl, der zweite Speer ist es. Alles klar. Haben wir das auch gefüllt? Hey! Ich bin nicht am Drucken. Was ist denn los mit dir? Hopst du erstmal durch die Gegend? Finde ich das. Komm hier ins Licht. Ins Licht ist auch gut. Nee. Ich lege was rein.
Ich will doch nur meinen Bogen haben. Da ist er. Was hast du so gedacht, Bob? Hey, 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 hey. Verdammtes Aas. Halt endlich still. Gleich kommt hinter mir auch noch einer. Ich sehe schon kommen. Stirbt endlich! Also, geht doch. Haben wir meine Rüstung wieder kaputt gemacht. Arsch. Da ist man nichts ahnt am Drucken, ja. Und dann sowas. Falsche Tür? Ach, falsche Tür. Okay. Gehört hat, das würde mich auch mal interessieren. Beziehungsweise den Drucker gehört hat. Das wäre ein cooles Ding. So ist es. Man lernt wirklich nie aus. Jetzt wissen wir, dass uns die Mutanten auch hören können. 249, das reicht aber gerade so. Das lässt ja gerade so durchgehen. Das Zeug habe für 4 Stück. So, da unten nichts. Was brauchte man noch alles? Das waren ja so viele. Draht. Dann brauchen wir noch. Ne, Uhren brauchen wir nicht. Klebeband brauchen wir. Platinen brauchen wir. Ach, Batterien. Das ist wieder so eine Sache. Batterien. Will ich das wirklich? Ach komm, ich hab die Batterien an der Piste. Oder das Licht an der Piste, so. Ich finde die Rüstung einfach cool. Also ein paar mehr Batterien kann so ich spendieren, finde ich. Dafür, dass man die für die Rüstung auch braucht. So. Erstmal gucken, ob hier noch mehr ist. Ich hasse Treppenhose. Hab ich schon mal erwähnt. Na, wie lange war denn da? Komm, ein Kopfschuss sollte eigentlich reichen bei euch. Finde ich. Hm, okay, er ist überzeugt. Geht's hier noch nach oben weiter? Ne, geht's nicht. Na, ganz überzeugt ist er noch nicht. Jetzt habe ich ihn überzeugt. Speichern. Oh ja, jaul doch. Ich hab gehört das, wie sie antworten. Hier ist die Tür in der Nase. Komm her. Hallo, ich will meine Mutantenrüstung haben. Da kommt bestimmt noch welche. Sie wird ja auch schwer, überlegen, ob ich mir doch jetzt die Schrotflinte hole. Hier ist schön, hier ist angenehm. Wenn man hier ankommt, das finde ich gut. Oh, diesmal braucht er auf dem Fliesenboden länger. So. Einmal speichern, bitte. Oh, oh. Okay.
noch einer? Oder war sie das? Doch, da ist noch einer. Verdammt. Muss denn das denn ausgerechnet Rumpelfinger sein? Muss ich ausgerechnet hier im Dunkeln stehen? Der hopst doch wieder aus der Dunkelheit irgendwo raus. Da ist er. Er steckt sich hinter der Tür. Also nicht ganz, aber fast. Die scheinen sie wirklich von sehr weit her anzulocken. Ich würde überlegen, ob ich eine Runde schlafe. Ich weiß noch nicht, ob ich das könnte. Hier wahrscheinlich eher nicht. Ne, hier flickert die Glühbirne, da habe ich auch keinen Bock drauf. Hier bei Schwabbel müsste es eigentlich gehen. Dass die Babymaschine ist? Schwabbel die Babymaschine. Wäre doch möglich. Braucht man neue Energie. Speichern. Schlafen. Und? Habe ich neue Energie? Naja, lange geschlafen habe ich noch nicht, so wie es aussieht. Wir wissen es. Über 600 Wochen morgens. Müsste eigentlich passen. So, und das. So, ich soll vielleicht was essen, was trinken. Ne? Ach komm, lass uns mal so einen schönen Speckwürfel setzen. Ach ja, die machen ja gar nichts. Kann man die kombinieren? Nee, kann man nicht. Aus 10 Stücken satt zu werden. Nicht ganz. So. Hat er noch Drinks finden unterwegs? Ach, wäre ich froh, wenn jetzt Pistol Polly hier wäre. Ah, der Jarster ist ja verdammt. So, das hat nur alles. Vorsicht geboten. Och nee. Können wir uns eine Granate? Ich glaube, wir haben uns eine Granate. Hier, spielt damit. Fein, habt ihr gespielt. Genau. Diese Stühle. Ah, verdammt. Ich ahne es. Ich hoffe, wir finden hier nochmal eine Schrotflinte. Das ist ja cool. Das ist aber jetzt ein Fisch. Den kann ich mitnehmen. Zwar mal kein Bein. Hm.
Oh, oh, was bist denn du? Was hat das sehr, sehr ehrlich? Bist du tot? Jetzt bist du tot. Hier hätten wir bestimmt Munition sparen können mit der Schrotflinte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es vorher war, Schickmutter. Vielleicht hing ja noch vorher ein bisschen Fleisch dran. Der war einfach nur zu lange zum Garen drin oder so. Keine Ahnung. Oh, dieses Licht. Du bist fast blind dabei. So grell ist das. Dann diese dunklen Hütten. Was hast du hier Schönes? Außer einer ziemlich starken Kopfwunde. Der Messer im... Tatsache. Oh, ein Kochtopf. Verdammt, falsches Spiel. Ach, da unter. Oh, die Brause wieder aufgefüllt. Oh, schön. Ha, ein Katana. Ha, ich wusste, da fehlt noch was. Wo liegt es? Da. Yeah. Dachte ich mir, bin ich Schrotflinte. Aber hier? Prognose? Für? Was haben wir raus? Aha. Also hat er das Ding hier nicht allein aufgezogen, so wie es aussieht. Der gute Mr. Bafton. Achso, warte mal, da kann man was sein. Ich brauche wieder Elektronik. Krieg ich die hier auf? Wow. Ich hab das Katana schon lange nicht mehr benutzt. Guckt euch mal den Schliff auf dem Katana an. Seht ihr das? Weiß ich, kann man das erkennen? Eine ganz feine Wellenform drauf. Sieht cool aus. Cool, cool, cool. Na, wer kommt hier wieder angekrochen? Alter, dieses Blenden von dem Licht ist echt nervig. Aber genial gemacht. Was war hier? Okay, Katana ist recht schnell. Dritter Schlag, also ich würde sagen drei Schläge, dann sind die ausgenockt. Was finde ich denn da? Oh, ja. Shit. Und ich kann es nicht mal selbst sehen. Das ist ja gemein. Jetzt habe ich voll die Goldrüstung an. Oben drüber. Das ist ja cool. Also es ist definitiv die Vorbereitung auf den Endkampf hier, bei dem Zeug, das man hier findet. Würde ich jetzt mal schwer vermuten. Da hat jemand die guten Uhren und das Geld unter den Klamotten versteckt. Auch schön. Ist das kein Koffer zum Öffnen? Nee. So, wir nehmen jetzt aber die Mutantenrüstung trotzdem mit. Die gute Goldrüstung. Ob die uns draußen was bringt? Bei den Einheimischen? Für meinen hatte ich nicht zwei umgebracht. Der andere schon despawned? Das ging aber schnell. Ah, nee, da ist er ja. Nee, gar nicht zu sehen, den ganzen Flecken auf dem Boden. Okay, den Stuhl an die Decke geschleimt, auch schön. Wer macht denn sowas? Schon wieder Treppenhaus. Oh no, oh no. Geht's da weiter? Ne. Ah, Treppenhäuser, Treppenhäuser. Ich glaube, was er sehen würde.
Steine. Ich brauche keine Steine. Ich brauche eine Schrotflinte. Level 5 ist auch mit Level 4 war nicht oben, oder was? Habe ich noch ein bisschen? Na, dort ist man nicht. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber können ja mal gucken. Genau, wenn ich sie früher nicht öffne, bringt es richtig viel. Der Raum scheint aber gar nicht so groß zu sein, oder? Hier haben sie ihre Versuche gemacht. Die Schweine. Okay. Deep Sleep. Raumlabor. Ach, guck mal, hier kriegt die rote Maske auch so. Ah, das ist die goldene Maske. Nimm das Kinder. Okay, wenn ich das Radio jetzt erschieße, spielt es weiter. Ist auch geil. Keine Zombies, nichts, das aufsteht. Ich traue euch nicht. So, komme ich hier weiter? Ich komme. Will ich hier weiter, sie fragen? Oh, okay. Hier tropft schon wieder der Schleim von der Decke. So, das könnte der Ausgrabungsort sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, warum sollte man sonst eine Tür davor bauen? Aber ich vermute mal, ich habe jetzt durch dieses Eindringen und durch diese Sache, die da mit dem Überfall zum Anfang bei dem fetten Vieh, da könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt erst den nächsten Teil in Gang gesetzt habe, sozusagen. Will ich hier wirklich runter? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, ja. Komme ich nämlich hier wieder raus. Genau. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Das ist immer eine nette Begrüßung, wenn man am Start ist. Wo sind wir denn gerade? Da sind wir reingegangen. Hier drüben sind wir jetzt rausgekommen. Oder wie, oder was, oder wo? Nee. Moment mal. Doch, da sind wir reingegangen. Da steht das Zelt noch drin. Das müssten wir eigentlich auch noch abbauen. Okay, dann haben wir aber alle Punkte abgearbeitet, würde ich sagen. Bis auf die Höhlen oben immer im Schnee. Und da wird dann wahrscheinlich nochmal die Action losgehen. Das heißt, ich hole mir jetzt hier erstmal die Schrotflinte. So in etwa weiß ich noch, wo sie war. Ich hoffe, sie ist auch wieder da. Ich hoffe, sie spawnt nach. Oh, guck dich das mal an hier. Oh, was ist denn das da drüben? Dann werden wir gucken gehen. Das sieht ja geil aus. Schöner See. Schöner großer See. Was ist eigentlich das da? Ist das die Tasche an sich oder was?
War das gelbe Schnipper dahinter? Sieht aus wie ein Höhleneingang da drin, oder? Das ist auch ein Höhleneingang. Eigentlich wollte ich ja nicht in die Höhle gehen. Das war tauchen. Aber ich glaube, der See ist ein bisschen zu groß, um was zu verstecken, oder? Wenn du hier den ganzen See abgetaucht hast, bist du ja völlig kirre. Oder hier gibt es wieder einen Ausgang von der Höhle. Da. Die Hängebrücke steht nach wie vor, also sie hängt nach wie vor. Und hier wurden Tiere hertransportiert. Tiertransporter. Also auch im Sommer, bei fließendem Wasser, ist sie geblieben. Es funktioniert also. Ich zeige das euch auch gleich nochmal. Was ich beim Tauchen hier nicht so schön finde, muss ich ehrlich sagen, dass man nach oben gucken muss, um abzutauchen. Ich würde das gerne so wie in den meisten anderen Spielen überspringen machen, damit ich nach unten gucken kann. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge von Sons of the Forest angekommen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch gerne ein Like, ein Follow, aber auch ein Abo da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!